Hallo und herzlich willkommen zur zweiten League of Legends Folge von mir. Heute bin ich wieder Vayne ADC auf der Botlane. Aus dem Grund, weil ich das einfach am besten kann, ADC, und ich möchte endlich Silber werden. Ich bin jetzt schon irgendwie 99 Punkte habe ich. 99 sogar. Fehlt also ein Punkt. Und dieses Ranked Game mache ich jetzt hier, um hochzukommen, damit ich jetzt endlich auf eine Promo komme für Silber wieder. Also auf der Botlane spiele ich mit Sona. Jungle bei uns ist der Lee Sin. Auf der Midlane der Melzer her und auf der Toplane Xin Shao, der direkt mal fast verkackt. Melzer her kommt zur Hilfe und die killen den jetzt zusammen. Good job, Leute. Also ich bin heute auch dabei. Ja, mein Stiefbruder ist auch dabei. Ich gehe jetzt nicht mit, aber mich kann man hören. Die Vasallen sind erschienen. So, sorry. Bot help, please. Okay, ich komme zur Hilfe. Ist ja gut, Lee Sin. Also First Platz ist ja jetzt für uns, oder? Ja, ne? Ja. First Platz für uns, ja. Also, Ares ist heute diesmal nicht außerhalb des Mikrofons dabei, sondern innerhalb, also damit ihr den auch versteht. Soll ich weniger labern? Ich höre dich gerade nicht. Sag doch einfach. Die Annie kriegt gerade richtig auf die Nüsse. Ich hoffe einfach, dass wir dieses Rank-Game endlich mal gewinnen, dass ich endlich wieder Promo werde für Silber. Ja, es wäre echt nicht schlecht. Bam, tot. Gegner tot. Naja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es unbedingt eine Main Annie ist. Also das glaube ich nicht. Das wäre schon ziemlich rätselhaft. Ja. So, noch stehe ich die ganze Zeit meine Farm, das nervt. Sorry Leute, dass ich ein bisschen atme. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich gebe mir Mühe, es zu verringern. Das tut den Louis natürlich jetzt leid, dass er jetzt nicht so viel reden kann, weil er sich natürlich aufs Spiel konzentriert. Ja, sorry Leute. Ich höre dich gerade nicht, Aris. Gerade kein. Ich habe dich gerade nicht gehört. Irgendwie war gerade ein Skype-Hintergrund-Ding. Kein Plan. Jetzt bist du nicht mehr dabei. Jetzt. Man muss die Schatten fürchten. Dann muss ich leider wieder hier sein. Oh. Na, heil mich. Blut mit Silber reinigen. Oh, nice.
Oh ja, Leute. Zweite Kill schon. Auch wenn mein Farm grottenhaft ist, Leute. Geht's mir gerade eigentlich nur ums Töten. Ares meint Annie ja keine Ahnung von Supporter sein. Ja, falls ihr es nicht so versteht, also ich weiß nicht, ob das laut genug ist. Ja, ich denke mal, wenn ich so rede, dann ist alles schon okay. So, jetzt kann ich mir wieder ein Riesenschwert kaufen, was geil, 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 geil ist. Man sollte halt immer diese Gelegenheit nutzen, wenn man 1500 Gold hat, dass man sich dann das Riesenschwert kauft, weil 50 Damage ja. Ist halt echt. Das ist schon richtig, richtig, richtig geil. Xinjiao verkackt. Schade. Wie steht's denn? 0-1, 2-0, 0-0, 2-1, Xinjiao und Melzer führt 1-0. Sieht gerade nicht schlecht aus für uns. Das Video wird wahrscheinlich morgen kommen. Ja, morgen kommt das Video. Morgen wird es kommen. Heute haben wir den dritten, glaube ich. Dritten erst. Wow. Ich kann ja sowas von gar nicht lassen. Der Jinx hat einen Farm von 15. Von 15, Leute. Ich habe einen Farm von 32 und das ist schon grottenhaft. Mist, habe ich nicht ausgewichen. Aber Sona hier ist einfach so übelste OP. Ich habe nur ein bisschen Schiss vom Udyr, wenn er irgendwann gleich kommt. Boah, ich verkacke gerade richtig irgendwie den Farm. Was soll denn das hier? Das geht ja mal gar nicht, Leute. Kannst du nicht mal, Jinx. Drei Kills, das ist wirklich richtig gut. Der Farm, naja. 60 Farben sollte ich haben in 10 Minuten. Wenn ich gut dabei sein möchte. Solltest du jetzt schon ungefähr jeden Farm nehmen. Ja, noch 10 Farben. Ja, dann schaffst du das auch. Hey, Sona, Last Hitter. Jetzt habe ich meine unberüchtigte Ulti, die so geil ist wie Schwitzkatze. Die ist einfach die geilste, die Ulti. Oh dir, auf der Top Lane. Geht er. Ich komme. Kein Mana mehr, verdammt. Ich brauche Mana für Udyr zu killen. So, na, alles okay. Ich schaff das. Die macht ein, die macht ihre komische Attacke ins Nichts. Ich fälle das Urteil. Ein Gegner wurde getötet. Man muss die Schatten fürchten. Ah, fuck.
Nein, ich wollte nicht D drücken. Sorry, Leute. Mann, ich habe so gefailt gerade. Ich habe Flash gedrückt. Mann, Mann, Mann. Der Horror. Das darf einem nicht passieren. Besonders mir nicht. Geht ja gar nicht. Ich muss noch auspushen. Warum denn ein Babysit? Das ist erst zweimal gegangen. Das ist so nix. Kein Babysit, ey. So, jetzt gehe ich mal B. Tja. Auf den Schwingen der Nacht. So. Nein. Oh, nice, 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 Leute. Ganz stark. Steht aber 2-2. Naja. Also alles andere als gut ist. Haben wir den Drachen gekriegt? Ja, wir haben den Drachen. Das ist geil. Na komm mal, Udi, kannst du vielleicht noch gegen die Wand gehen. Oh, der dritte Autotech. Der macht. Hammer, Leute. Also dieser Junge ist kein Bombster. Ich würde sagen, dass du versuchst, jetzt deinen Tower zu holen auf der Botlane. Okay, ich gehe dann mal auf die Botlane. Aber ich muss kurz helfen, ganz kurz helfen. Nein! Mich kriegst du nicht, Digga. Nochmal ein Flash rausgeholt. Er flasht. Für nichts. Ich hätte ihn nicht mehr bekommen. Ich erlöse sie von ihrem Schmerz. So. Ja, leider ist jetzt die Sau auch gestorben. Tja, passiert. Okay. Habe ich schon irgendwie ein bisschen befürchtet, aber ich wusste, dass ich genug Leben habe. Ich bin erst Level 8 und Xin Zhao ist Level 10. Ja, Doppel hat er durchgepusht, ne? 46 Farm. Und 4 Kills. Deutsche Rino. Deutsche Rino. Nix. Jinx steht mittlerweile 5-3. Ein Farm von 24. Unglaublich. Also Leute, das ist der Beweis, dass ich nicht der schlechteste Farmer bin. Obwohl ich schon richtig scheiße bin. Wow, ein Autotech. Was? Was war das denn? Kannst du eigentlich mit der richtigen Tower bleiben? Keine Chance gegen mich, Leute. Was hab denn? GG World Plate, Alter. Mach den Tower. Ja, also watch. Tower pushen. Also wie gesagt, Vayne ist meine wirklich mein Lieblings-Champion. Das ist Louis' einzige große Liebe. Vayne ist einfach mein Champion, den ich unglaublich gerne spiele.
weil der einfach unglaublich stark ist. Mobil, kann einen wegkicken. Ja, der ist mobil mit seinem Q, dieser Hechtrolle. Ja, und Ulti macht er noch mehr Damage. Ja, und Ulti noch dazu. Und sie ist ein Late-Game-Champion. Und wenn man schon im Early, so wie ich jetzt gerade im Early, 7-1 steht, Leute, stellt euch das mal vor, im Late-Game, da zerbürstet ihr einfach nur jeden mit One-Hit. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ihr werdet so mega krank stark sein. Das war ziemlich rätselhaft gerade, weil ich habe das Gefühl, wie steht denn der Darius? 3-6. Ich würde den Darius sogar im One gegen One platt machen. Ja, du musst ihn halt nur wegkicken. Weiter in den Nähe kommen. Ulti ab. Ja, scheiß Ulti gezündet, muss ich mal wirklich sagen. Wieder ein Flash weg. Wieder ein Flash weg. Wieder. Unglaublich, Leute. Boah, getroffen. Botlane sind wir gerade auch am pushen. Wie gesagt, ich bin legendär momentan, Leute. Ich gehe jetzt erstmal back, glaube ich. Ja, heute der Seelenraub. Lebensraub. Ich hole mir jetzt dieses beste Item, was es gibt. Da kann ich mir schon nicht leisten, aber die Vordinger dafür. Da mach ich den Dragon Solo, ja. Nein, das wollte ich nicht. Home Guards. Soll ich den Dragon jetzt wirklich Solo machen? Ich habe noch keinen Lebensraub so richtig viel. Ja, du hast ein bisschen. Ich schaff den nicht. Nee, ich lass mal lieber noch. Ich helf lieber dem Team noch. Ich helf grad lieber dem Team, die sind beschäftigt. Ja. Nein! So ein Fail, Leute. Yeah! Good job! Gottgleich, Leute. Lee Sin und ich sind übelst gefeedet. Sona macht ihren Job gar nicht so übel. 1-3 als Supporter. Xin Zha Ho 5-7. Naja, soll ich davon halten, aber immerhin feedet er nicht extrem. Meise Haya auch wieder Zuckersus. Nicht so wie mein letztes Game. Da war ich wieder der übelste Feeder. Und also bin ich übelst gefeedet worden. Und die anderen halt nicht so. Ich habe das Game dann entschieden. Und hier sind wir halt mit drei Leuten, die übelst gefeedet sind. GG, Leute. Einfach GG. Können die nichts mehr reißen. Es sei denn, wir gehen jetzt einer AFK. Jinx schreibt der Big Luck Lee. Geht, ne? Mann. Ah, du hast einen absurden Damage. Mhm. Musste kurz meine Kopfhörer wieder richten. So, jetzt ist fertig. Und GG, Leute, haben aufgegeben, die Gegner. Ja, das ist gratis.
locker easy, Leute. Einfach ein easy Game. Danke fürs Zuhören.